Hallo, Company-Furious-Freunde und willkommen zu diesem nächsten Replay. Ja, ich habe heute mein Spiel gemacht und das lief so standardmäßig ab. Ich habe ja wirklich den Volksspam, den ich ja schon im letzten Video vorgestellt habe, ganz gut durchs Early- und Mid-Game gespielt und lief ziemlich sauber. Deswegen dachte ich mir, ich zeig's nochmal und jetzt wird das nicht mehr hier so ein ganzes Tutorial. Im ersten Teil habe ich ja noch viele Grundlagen vom Spiel im Allgemeinen erwähnt. Darauf werde ich jetzt nicht mehr so ganz ausführlich eingehen und mich mehr so ein bisschen auf das Spiel konzentrieren und Entscheidungen, die so getroffen werden. Spieler ist Jaap Arp, ein sympathischer Niederländer, der hier Russen spielt. Sowjets, korrekterweise. Da wieder MG, 4 Grenz, wie gesagt, Grenzspam. Hier wird jetzt gekappt. Ich habe mich dazu entschlossen, mit dem Pionier hier auf der rechten Seite kappen zu gehen und der Rest geht in die Mitte. Also MG plus die 2 Grenz jetzt, der plus der, der jetzt noch kommen wird. Und dann suche ich hier den Kampf in der Mitte. Da kappe ich jetzt noch. Entscheide ich mich aber jetzt schon abzubrechen, weil ich jetzt direkt den Kampf suchen möchte hier. Ich sehe halt, dass da ein Konskript ist, ein Rekrut. Und entsprechend wird er hier jetzt auch irgendwo seinen zweiten Rekruten und Pionier haben. Vermute ich mal, deswegen möchte ich den jetzt pingen gehen. Der Sandsack hier ist schon so weit fortgeschritten, das brauche ich nicht mehr versuchen mit dem MG. Den wird er nicht mehr pinnen. In der grünen Deckung werden nämlich Einheiten nicht gepinnt. Ich entscheide mich jetzt dazu, mit beiden hier hoch zu gehen. Damit setze ich mich hier der Flanke aus von diesem Trupp, was ungünstig ist. Nämlich ich will ja, dass MG meine Key-Unit nicht verliere. Muss ich unbedingt auf dem Feld halten, gerade auch bei den Russen, weil die hier Conscript spammen in der Regel. 3 oder sogar 4. Und ja, dann haben die einfach erheblich mehr Kampfkraft auf dem Feld als ich. Mit den 3 Conscripts plus dem Pionier. Und ich brauche unbedingt das MG, um irgendeine Einheit rauszunehmen, damit meine Grenadiere eine Chance haben, gegen die zu bestehen. Sonst werde ich einfach wieder von der Map gepusht. Aber das geht schon, weil zum einen, Pioniere haben jetzt das Kappen abgebrochen und werden jetzt einfach im Kampf hier assistieren, indem sie die hier ablenken oder zumindest Schaden an denen machen. Und dann wird der zweite Gren hier rauskommen und die Flanke abdecken. Von daher läuft schon. Da geht der zweite Sandsack hoch, der wird aber nicht mehr fertig. Das dauert zu lange. Entsprechend auch so, ja, hier könnte man jetzt mit dem MG eingehen, aber ich möchte nah genug rankommen, dass er auch nicht mehr einfach zurücklaufen und weglaufen kann, dass ich den wirklich safe pinne und er zurück zur Basis muss. Ich gegebenenfalls noch Schaden machen kann. Deswegen gehe ich mit dem MG noch nah ran. Wirkt halt die Gefahr, dass das umläuft, aber. Macht er jetzt auch dummerweise nicht. Was noch suboptimal war, das habe ich jetzt ein bisschen gehetzt, war die Richtung der Ausrichtung. Ich hätte es nach da richten sollen, dass die Linie genau auf dem Conscript zeigt. Dann schießt es nicht nur schneller, sondern dann wäre auch selbst mit Hooray nicht mehr rausgekommen aus dieser Schussbahn. Das war suboptimal, aber gut, hat trotzdem geklappt, weil er nicht darauf reagiert hat. Die Pioniere gehen ganz klar in den Nahkampf gegen die Conscript. Ja. Eine Nahkampfeinheit, die Pioniere Deutsch. Und hier wird jetzt noch möglichst viel Schaden gemacht, bevor die zurückgehen. Und jetzt geht's zurück. Die Einheit ist schon low. Ja, Fehler von mir. MG nach da aufgebaut. Direkt mitkämpfen wollen, war unnötig. Waren ja sowieso 2 Grenz dagegen. Und jetzt, ja, lieber mache ich, dass ich an meinen Grenzen mehr Schaden machen, als dass ich jetzt Schaden am MG kriege. Das ist sehr ungünstig. Das hätte ich hier rumlaufen sollen und dann aufbauen sollen. Ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass er den dritten Gren so früh, den dritten Rekruten so früh kriegt. Aber klar, Rekruten sind eine Billigeinheit und da kann er schnell rekrutieren. Das MG will nicht ganz runter zur Basis, sondern geht jetzt nur zurück. So viel Schaden machen die Rekruten dann doch nicht. In so kurzer Zeit und baut sich auch wieder auf. Und jetzt wird halt hier gekappt. Sein Pionier müsste noch hier irgendwo kappen sein, das weiß ich auch, aber der Pionier der Russen ist nicht so stark, also mache ich mir da wenig Sorgen. Da nachfüllen.
Dritter Gren ist auf dem Weg. Und jetzt kämpfe ich erstmal in Ruhe, weil ich weiß, drei Einheiten sind runter und mehr Conscripts kann er gerade nicht haben. Und jetzt muss er die auch erstmal mit Manpower refreshen. Das heißt, er kann erstmal nichts machen, nicht weiter hochtanken, nicht weitere Einheiten bauen. Sind schon mittlerweile voll, aber ich weiß noch, das waren. Der hatte 6 Männer verloren bei diesem Engagement. Und ich habe jetzt am MG ein bisschen Schaden gekriegt. An den Grenadieren so gut wie gar keinen Schaden. An denen ein bisschen und einen Mann verloren und halt 2 von den Pionieren. Aber Pioniere sind jetzt nicht so unglaublich wichtig. Ich habe mal gesehen, dass die nicht so stark waren. Also extrem gutes erstes Gefecht und einen extrem guten Startvorteil. Zwar hat er hier mehr Fuel und kriegt mehr Fuel-Income als ich, aber nützt ihm auch nichts, weil aufgrund der vielen Manpower, die er jetzt wieder investieren muss in Refresh der Einheiten, ist er jetzt erstmal hinten an. Und ja, ich muss jetzt hier zurück auch sowas erkennen, was man gewinnen kann und was nicht. Zu viel Druck. Ich muss mit den Einheiten auf jeden Fall zurückgehen und Verstärkung holen. Auch die müssen direkt zurück. Und das MG muss jetzt ran. Daran sieht man hier, dass er jetzt nicht der beste Spieler ist. Auswahlrahmen und gib jedem beiden Conscripts. Dieses Bloppen ist halt nicht gut und wird jetzt auch bestraft durch mein MG, weil die werden jetzt gepinnt. Hier unten geht's kappen. Da ist der. Der sollte eigentlich mit Kappen gehen, geht jetzt aber auch direkt hoch, um hier zu assistieren. Wie gesagt, Kampf vor Capping, gilt immer die Regel. Ich möchte den Gegner erstmal von der Map haben und danach kann ich mich ums Capping kümmern. Das machen die Pioniere jetzt hier unten, die haben sowieso nicht so viel Kampfkraft. Und hier, ja, da hätte ich eigentlich auf die ausrichten sollen. Und er zieht jetzt auch alles zurück. Die beiden hätten nur nach hinten gehen müssen. Dann wären die raus gewesen aus meinem Radius. Und hätten noch kämpfen können, hätten hier das hier verteidigen können. So überlässt er mir jetzt wieder die Map und ich kann jetzt hier meinen Truppen dann auch den Fuel endlich wegholen. Ach ne, ich will erstmal den Pionier verscheuchen. Ah ne, der geht doch auf den Fuel und hier kommt jetzt die Einheit, die den Pionier verscheucht, zusammen mit dem MG. Das kann ich jetzt auch in die Richtung ausrichten, immer schön zählen. 3 Rekruten sind von der Map, mehr kann er eigentlich haben, theoretisch gerade. Oder sollte er eigentlich nicht haben. Obwohl, rede ich Schwachsinn? Ja, ich rede Schwachsinn. Er hätte genug Manpower. Wenn er jetzt nicht jeden zweiten Pionier gebaut hätte, hätte er noch einen Rekruten haben können. Ja. Den hat aber, glaube ich, erst gebaut und der geht hier kappen. Ja, also. Gut. Aber auf jeden Fall hätte es nur eine Einheit flanken können. Und jetzt nicht damit gerechnet, dass er einen vierten Rekruten baut. Das kann aber passieren. Aber so viel Schaden hätte er am MG nun auch wieder nicht gemacht und wäre dann schnell bei der Basis zurück gewesen. Das ist ja schon fast, das wäre immerhin kein großer Weg gewesen. Ja. Und jetzt kann ich endlich auch meinen großen Vorteil im Kampf in Map-Control umwandeln und halte gleich dann beide Fuels, beide Treibstoffpunkte. Hier geht er einfach ins Haus rein, um zu nerven. Und 4 Grenadiere. Die erste Kampfphase geht direkt hoch. Und jetzt konzentriert sich. Also ein Grenadier geht auf die Seite, einer auf einer rechts, einer links. Der Rest geht in die Mitte, um die dann entsprechend zu unterstützen, je nachdem, wohin der Feind geht. Und jetzt sehe ich ihn hier oben cappen, deswegen geht alles in die Richtung, weil ich da jetzt einen Angriff vermute. Der Pionier geht zurück zur Basis, einfach weil die nächste Kampfphase erreicht ist und ich jetzt das zweite Gebäude bauen will. So, hier geht er in die grüne Deckung direkt rein wieder. Jetzt, sobald der zweite da ist, entscheide ich mich darauf, auf den Pionier zu pushen, gerade auch, weil ich hier oben sehe, die Conscripts, eben konnte man es sehen, jetzt nicht mehr. Weil eben hat man hier auch das Symbol von den Conscripts gesehen. Auch eine gute Benutzung der taktischen Karte. Man sieht immer alles sofort, als wenn man jetzt hier so ist. Und da sieht man halt nur einen Punkt auf der Minimap. Und bis man da ist, sind die auch wieder verschwunden. Ja. Gehe jetzt trotzdem zu zweit drauf, weil ich nicht will, dass der Flamethrower noch, also der
Flammenwerfer noch so viel Schaden macht, der geht jetzt auch direkt zurück und jetzt bleibt einer zum Kappen, der andere geht zur Verstärkung wieder hoch. Die Überzahl zu sein, hier macht er genau das, was man nicht machen sollte, nämlich Capping vor Kampf. Und geht mit dem einen hier drauf, die anderen cappen nur. Vielleicht riskiert entsprechend das Gefecht noch zu verlieren. Normal würden die Conscripts, also die Rekruten, das eigentlich gewinnen, aber Entdeckungen sind meine besser und die mussten erst drauf zuchargen, weil meine im Stehen schön schießen konnten. Deswegen Accuracy schlechter war. Hier vorne werden erstmal die Pioniere nur auseinandergenommen. Schön langsam vorgewartet mit dem MG. Gehen jetzt zurück, haben den Kampf sogar noch gewonnen. Da kommen die. Kann ich leider nicht mehr erledigen. Und jetzt geht hier das MG raus. Ja. Da unten weiß ich noch, ist es irgendwo ein Conscript. Den habe ich hier im Captain sehen. Entsprechend. Ja. Hier mache ich jetzt folgendes. Ich gehe mit den Pionieren zurück. Der Hintergrund ist der. Sind low. Hier. Und ich würde relativ schnell zwei Squad-Member verlieren und ganz drauf gehen. Entsprechend werde ich zuerst die hier engagen lassen und danach mit den Pionieren zur Verstärkung kommen. Dann ist der Focus Fire von den Conscripts erstmal auf den und die Pioniere können auch ordentlich Schaden machen. Das hätte. Ja, das soll zurückgehen, das MG eigentlich, aber irgendwie hat es hier rumgebackt und sich wieder aufgebaut aus irgendeinem Grund. Ich habe wie bescheuert auf Rückzug gehämmert. Ja, ist jetzt so, das MG werde ich verlieren. Ist totaler Super-GAU. MG die Key-Einheit, ohne die ich hier ziemlich beschissen dastehe. Auch gerade jetzt, weil hier da die Shock-Troops kommen, die schon echt böse sind. Die kann ich ohne MG nicht vernünftig aufhalten, weil die. Das ist halt so eine Nahkampfeinheit, die macht extrem Schaden. Haben auch gute Granaten. Ja, ich versuche es jetzt hier noch zu retten, indem ich ein paar Nades werfe. Hier gleich. Das kann man auch mal machen. Dann könnte ich gegebenenfalls, wenn ich einen der Rekruten treffe und einen den Stoßtruppler noch low schieße, könnte ich mit dem Flammenwerfer und den restlichen Einheiten das noch gewinnen. Aber die Nades gehen beide daneben. Entsprechend ziehe ich mich jetzt auch zurück. Man hätte noch überlegen können, ob man diesen Conscript, der jetzt noch einen Mann hat, noch tötet. Allerdings wäre das, glaube ich, ein 1-1-Tausch gewesen, dass auch mein Squad draufgegangen wäre. Und dann halt ein Grenadier und drei Männer, also meiner Sicht nicht worsted. Also Rückzug, kühlen Kopf bewahren, das MG ist jetzt halt beim Gegner und entspannt weiterspielen, Einheiten in Sicherheit bringen, nicht dumme Gefechte eingehen, die man sowieso verliert und wo man dann unnötig Einheiten verliert, ohne dem Gegner entsprechend weh zu tun. Ja. Zurückzug einfach. Hier oben wird jetzt weitergekappt, wenn man nicht kämpfen kann und in Unterzahl ist, ausweichen und an anderer Stelle kappen. Immer eine gute Idee. MG wird sofort nachgebaut, auch so eine Sache. Wenn ihr Einheiten verliert, baut sie nach. Taggt einfach nicht weiter hoch. Viele ersetzen die Einheiten nicht und taggen weiter hoch und das fällt ihnen dann übel auf die Füße. Man braucht einfach seine Grundlage an Infanterie, an Support Weapon, um vernünftig arbeiten zu können. Und ja, meistens macht es da mehr Sinn, die Einheit nachzubauen, als wahllos hochzutanken. Klar kommt es auch immer darauf an, was der Feind bringt und dass man Counter reinbringt, aber in der Regel will man sein Einheiten-Setup zusammen haben. Hier kommt jetzt wieder der Blob, der Rekruten. Ja. Wird auch gleich zurückgezogen, die Einheit hier. Derweil hantiert hier der Flammenwerfer im Stoßtrupp. Jetzt geht halt hier alles. Einer wird wieder zum Captain dagelassen. Der Rest geht rüber. Ist immer so meine Faustregel. Mit allem an der einen Seite kappen. Mit dem Rest der Einheiten den Kampf suchen. Versuchen, die Gegner davon abzuhalten, eigene andere Punkte zu erobern und einfach gucken, dass man den Kampf gewinnt. Scout-Car klar offensiv einsetzen, immer in der Nähe bleiben und also in der Nähe der Feinde bleiben und da schön Schaden machen, aber auch auf das Distanz wegen den Antipanzergranaten.
Was man ganz gut machen kann, ist, wenn ich mal in die Spieleransicht wechsle, ne? Hakt, dann Q, das ist hier Attack Move. Bei mir ist es Q. Damit kann man einfach hier hinklicken und dann fährt er nur so weit ran, bis die in Reichweite sind und schießt automatisch. Das ist halt erheblich besser, als jetzt hier hinzuklicken. Dann fährt er direkt ran und fängt sich einen Motorschaden, was nicht so toll ist. Fährt einem dadurch halt leichter. So, hier ist wieder ein MG, dadurch sind meine gepinnt. Jetzt kommt hier die Flanke aufs MG. Mein schönes MG 34. MG 42 ist das doch, oder? Ja, MG 42, 34 ist das des OKWs. Da kommt eine Nate. Rückt es auch alles ran. Das MG kommt mit. Kann deswegen jetzt auch die Stoßtruppen hier abfangen. An sich. Und ja, die Pioniere werden jetzt hier noch drauf gehen, weil er darauf nicht aufpasst. Auch so was Priorisierung der gegnerischen Einheiten, diese Stoßtruppen sind das, was mir am gefährlichsten werden kann. Entsprechend ist es immer am klügsten mit dem Fahrzeug, versuchen die dahin zu fahren, wo die sind, denen möglichst viel Schaden zu machen. Weil das sind wirklich die Einheiten, die mich nerven können und die meine Infanterie vom Feld holen können. Die halte ich am besten mit dem G oder dem Tututu entsprechend auf und mache entsprechend Anfangsschaden damit. Die dann nicht meine Einheiten schnetzeln können. Bunker geht hoch mit Medic Station. Übrigens, falls ihr mal die Pioniere nicht in der Basis habt, um das zu bauen, dass die Grenadiere, die haben das glaube ich auch gerade hingestellt, können hier auch Bunker bauen. Ja, also, so als kleiner Tipp, viele vergessen das und holen sich dann unnötig die Pioniere zurück. Die Grenadiere können es auch bauen und jetzt ihr das automatisch. Vorher hatte ich schon, das habe ich jetzt verpasst, vorher hatte ich schon zweimal Field First Aid ausgegeben. Sollte man im frühen Game dann doch machen, um die Einheiten einfach zu heilen. Das kann man ja ab Veteranenstufe 1 ausgeben. Und das ist halt die Schnelllösung. Sowohl auf dem Feld, wenn man nicht in der Basis ist, als auch bevor man diesen Heilungsbunker halt hat. Ist immer wichtig, die Einheiten dann bei gutem Leben zu halten, weil also 10 Munition für Heilung ist jetzt nicht so viel wie 30 Manpower einen Mann zu verlieren. Und die Gefechte zu verlieren ist noch viel ungünstiger, also nutze ich das in der Regel sehr dolle, die Einheiten immer bei vollem Leben zu halten, auch wenn es Munition kostet. So. Ja, auch wieder so eine Sache. Warten, bis die Einheiten alle schön hier in der Reihe aufgestellt sind und gemeinsam angreifen. Nicht so einen unkoordinierten Angriffe machen. Schön beisammen halten. Bei der Wehrmacht ist das noch erheblich wichtiger als jetzt so bei anderen Fraktionen. Die Amerikaner oder Russen, die können auch sehr verteilt spielen und sehr aggressiv, sind aggressive Völker einfach. Oder aggressive Fraktionen, die sehr einen aggressiven Spielstil fördern. Mit den einzelnen Einheiten, das ist bei der Wehrmacht nicht so. Die braucht halt starkes Combined Arms und muss so ein bisschen sehen, dass man die Leute zusammenhält und so ein bisschen gemeinsam angreift. Gerade auch, wie gesagt, die einzelnen Infanterieeinheiten, meine verlieren gegen die russischen Rekruten. In der Regel nicht so doll, aber sind halt schon schwächer. Hier mache ich jetzt einen Fehler, krieg hier den Motorschaden. Was man in dem Fall besser machen sollte, ist, ich habe jetzt hier nur, bin jetzt hier nah rangefahren, erstens zu nah rangefahren, weil ich nicht Tech Move gemacht habe, wie eben erwähnt. Das MG wird jetzt, er schießt nach Dings. Ich werde jetzt das MG aufbauen und damit versuchen, da Schaden zu machen. Und hier geht noch eine Nate raus. Auf jeden Fall, was ich noch eben gesagt hatte, hier bin jetzt nur mit Rückwärtsgang rausgefahren. Und nicht so toll. Was man stattdessen machen sollte, wäre erst Stopp drücken. So hält er viel schneller an, weil mir, als ich jetzt nur den Rückwärtsgang eingelegt habe, ist er danach noch weiter nach vorne gerollt, ist langsamer geworden und dann erst zurückgefahren. Bei Stopp bleibt er halt abrupt stehen und dann kann man mit Rückwärtsgang direkt rausfahren. So hätte ich halt hier mehr Distanz gewahrt und wäre vielleicht noch
der Granate entflohen und dann wäre das jetzt nicht am Sterben hier. Was ich auch mache, ich mache, ist, ich hätte mit dem weiter rausfahren sollen. Wollte hier aber jetzt noch Schaden machen an denen. Einfach, dass sie das MG nicht übernehmen. Und jetzt kriege ich es von Maiko nicht her, das hier zu steuern und gleichzeitig das zurückzuziehen. War mit dem sogar aus Versehen vorne, weil es halt im Auswahlrahmen mit drin war. Ungünstig. Und jetzt ist es sowieso schon zu spät. Die SMG müsste eigentlich sofort in den Rückzug. Er macht es jetzt aber aus irgendeinem Grund nicht. Sondern bleibt da stehen, in der Hoffnung, noch Kills abzugreifen. Ist ein großer Fehler, das ist so extrem auf niedrigem Leben, dass es sofort am Flammenwerfer sterben wird. Ja. Und das passiert jetzt auch. Fahrzeug zum Zurückfahren ist es schon längst zu spät. Ich habe jetzt hier noch das MG schnell geholt, damit ich das nicht wenigstens das nicht verliere. Geht jetzt auch zurück zur Basis. Ja, das Fahrzeug wird jetzt draufgehen. Zwei Trupps mit Antipanzergranaten. Das habe ich schon abgeschrieben. Ich bleibe jetzt hier, versuche jetzt auch gar nicht mehr wegzufahren. Ich bleibe jetzt hier stehen, um noch möglichst viel Schaden zu machen, weil im Stillstehen macht das Fahrzeug viel mehr Schaden an den Einheiten als jetzt beim Fahren. Das gilt auch für alle Panzer. Oder für ziemlich alle Panzer. Das MG bleibt noch stehen. Jetzt ist das Fahrzeug dahin. Das MG muss jetzt komplett Zeug weg. Was baue ich da wieder rum? Also irgendwie habe ich dieses Game mit den MGs und dem komischen Aufbauen. Na gut. Auf jeden Fall ist wieder entmannt. Ist ihm immer noch nicht wieder zurückgegeben. So. Was er jetzt falsch macht, ist, er wartet hier zu lange. Das provoziere ich auch, indem ich mich hier noch nicht zurückziehe. Er müsste eigentlich gleich das MG capturen und damit weg, dass er das sicher hat. Ich werde jetzt mich hier in die Deckung stellen, einfach um ihn noch hier zu verzögern. Er schießt weiter rauf und die Pioniere gehen jetzt weg. Wir machen jetzt noch ganz wichtig diesen Flammenstoß, der sie low macht. Die Rekruten. Und dann werden sie sich gleich zurückziehen. Das ist jetzt schon verdammt knapp. Müssen sofort zurück. Geht gerade noch so gut auf die letzte Sekunde. Aber selbst wenn ich die Pioniere verloren hätte, wäre es noch worth it gewesen. Warum sehen wir jetzt? Nämlich der zweite Trupp ist schon da und schmeißt direkt eine Granate auf das neutrale MG. Und entsprechend geht jetzt der Rekrutentrupp drauf. Dafür wäre es schon worth it gewesen. Und das MG geht auch noch drauf. Ja, ich habe wieder German Infantry genommen. Erläuterung dazu hatte ich ja schon im letzten Video gegeben. Und ja, mir die Stroßtroopers hier aus diesem Gebäude direkt rausgeholt. Einfach aus dem Grund schnell gepickt, schnell rausgeholt, weil damit noch eine zusätzliche Einheit habe, um hier die Lage zu stabilisieren. Jetzt ist hier zum Glück nur eine Pack gekommen, die komischerweise komplett ohne Support hier ist und entsprechend total fehlplatziert. Und die kann ich jetzt halt rausnehmen. Und ja. Ich bin jetzt auch hier am Steuern, deswegen übernehme ich das MG nicht. Das sollte ich eigentlich schnellstens machen. Und jetzt habe ich eine zusätzliche Pack. Ich kriege jetzt das MG. Und das geht auch direkt zurück. Und jetzt schreibt er auch so fucking lucky. Ja, das war nicht so lucky. Es war schon ziemlich knapp. Aber es war auch gut von mir gespielt, muss ich mich mal selbst loben. Should have died. Nee, habe ich nicht. Und ich sah jetzt auch nicht, was daran an meiner Spielweise so übel OP war. Aber gut. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, ob es wirklich unfair war und ich nur durch Luck gewonnen habe. Oder ob das schon eine ganz gute Aktion war von mir und ich deswegen gewonnen habe. Ups, jetzt habe ich schon gespoilert, aber gut. Man sollte eigentlich schon, selbst wenn man Company of Heroes nicht so gut kennt, sehen, dass das ja ziemlich gewonnen ist. Es geht auch nochmal in der Mitte in der Offensive los. Ich sehe, dass da Truppen von ihm wieder kappen. Beide MGs sind involviert. Einer kappt hier noch. Ich habe jetzt auch zwei Packs.
Einen hatte ich mir vorhin schon gezogen, weil da hätte ein T-70 von ihm kommen können. Den hat er jetzt zwar nicht gebaut, aber den hätte er schon wesentlich früher haben können. Wo ist er eigentlich mit seinem Treibstoff reingerannt? Hat er ernsthaft auf T4 direkt getaggt? Er baut direkt T4. Ja, war also aus meiner Sicht auch eine total bescheuerte Entscheidung in der Situation. Er hätte definitiv eigentlich den T-70 gebraucht, um ein paar Einheiten von mir zu töten und mich abzufangen. Oder wenigstens ein MG noch. So. Aber jetzt auf Panzer zu gehen, wenn er sich von mir, also wenn eigentlich bei mir die Pack längst da sein müsste und er sich jetzt noch von mir eine Pack hat klauen lassen, ist totaler Schwachsinn einfach nur. Zudem hat er enorme Tech-Kosten, die ihn jetzt dafür sorgen, dass er zwei Einheiten weniger auf dem Feld hat. Und der Panzer kommt auch so spät, die Sigmaren ticken schon verdammt gut. Weil er kriegt keine Fuel-Ressourcen rein. Welchen Panzer will er jetzt ohne Fuel da rausholen? Wer ist lieber mit Flame beschäftigt, wie unfair das Spiel zu ihm ist und was für ein Shit ich bin. Naja. Ja, da gehe ich wieder zurück. Ich will nicht zu viel Schaden nehmen. MG geht vor. Bisschen zu weit vor. Ich hätte jetzt schon aufbauen sollen. Aber gut. Die Stormtroopers sind ja hier für die Falle bereit. Und wer jetzt das letzte Video schon kennt, da weiß ja, was jetzt kommt. Jetzt kommt Rekruten zur Schredderungstaktik. Tactical Advance. Und Überraschung. Die gehen jetzt relativ schnell drauf. Ganz schön viel Feuer. Er versucht jetzt hier noch mit seinen. Sogar, gehen sogar ganz drauf. Zweite ist schon am Rückzug. Versucht jetzt hier noch mit seinen Stoßtruppen das zu machen. Allerdings sind meine Stormtroopers halt auch nicht unbedingt sehr schwach im Nahkampf. Und er wird jetzt auch hier auch vom MG niedergehalten und noch flambiert nebenbei. Von daher, ja, Überraschung im Rückzugsfahrt von der Seite. Ja, auch immer so ein gutes Leitmotiv während der ganzen Sache hier auf der Map. Immer schön hier Flanken laufen. Solange er keine MGs hat, um das hier abzublocken oder keine Minen legt hier, ist das immer eine gute Möglichkeit. Und selbst wenn er hier Minen liegen hätte, eine Einheit kommt hier, eine kommt da, dann wird halt eine hier verzögert und die andere kommt noch durch. Also von daher, ja. Und mit dem gestorbenen Stoßtrupp ist seine beste Einheit vom Spielfeld. Zwei Rekruten sind draufgegangen, Stoßtrupp. Die Pack ist weg, das MG ist weg, ein Pionier ist weg. GG. Ja, und ich habe das ganze Spiel nichts verloren. Rekrut plus Pionier mit Flammenwerfer versus vier Grenadiere, von denen zwei schon dieses nette Upgrade hier gekriegt haben. Veteran Squad Leader ist übrigens dem Kommandanten geschuldet. Diese zweite Sache hier ist das. Immer noch meiner Meinung nach das Stärkste an diesem Kommandanten und was den Kommandanten hier so unglaublich stark macht. Wie man gesehen hat, waren die Stormtroopers auch dieses Game ziemlich aktiv. Gut dabei. Jetzt in der letzten Aktion. Und dann halt noch zwei MGs und zwei Packs. Also, das ist an der Stelle völlig aussichtslos, was er da kämpft. Und er hat es auch erkannt, was ist rausgegangen. So, das wäre es dann auch für dieses Game. Und ich wünsche dann noch einen viel Erfolg bei Company of Heroes und einen schönen Abend. Bis dann.